Goal für Atletico Baleares. Und wieder kommt Trainer Christian Ziege seinem Ziel vom Aufstieg in die zweite spanische Liga ein Stückchen näher. Gut für den Deutschen, der sich gerade vor den einheimischen Fans immer wieder neu beweisen muss. Der Mallorquiner an sich ist sehr, sehr kritisch und nicht leicht zu begeistern. Aber ich bin sehr gerne Trainer und mir ist wichtig, dass ich arbeiten und dass ich trainieren kann. Zu Beginn fiel es selbst Weltenbummler Christian Ziege schwer, sich an sein neues Leben auf Mallorca zu gewöhnen. Noch mehr aber hatte seine Frau mit dem Umzug zu kämpfen. Am Anfang war sie jetzt nicht so, sagen wir, 100% begeistert schon, aber hat sich jetzt nicht so zu 100% wohlgefühlt, weil natürlich auch speziell am Anfang für meine Frau, die ja nicht jeden Tag in die Arbeit geht und Dinge macht, so wie ich, und ständig mit Leuten sich auseinandersetzt, schon ein bisschen schwierig, was soziale Umfeld angeht. Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist halt so, und sind ja so viele Leute hier auf der Insel, man sieht manchmal mehr Leute hier als in Deutschland. Und jeder, der kommt, auch ruft auch an und möchte irgendwas machen. Von dem her, jetzt sauwohl und ja, macht richtig Spaß. Dass in dem mallorquinischen Traditionsverein, immerhin fast 100 Jahre alt, ein prominenter deutscher Trainer das Sagen hat, dazu gibt es bis heute geteilte Meinungen. Er hat einfach nicht so viel Erfahrung in dieser Spielklasse. Egal ob Mallorquiner oder Deutscher, solange er gute Arbeit leistet. Mir gefällt sein Stil, dass er in seinem Spiel immer eine Linie verfolgt. Er wechselt nicht einen Sonntag so und einen Sonntag so. Er ist ein Mann der klaren Dinge und weiß, wo er hin will. Er weiß ebenfalls, wohin er will. Und zwar nach oben. Doch auch Clubbesitzer Ingo Volkmann schlug zunächst Skepsis entgegen. Seine deutsche Gründlichkeit, mit der der Berliner Unternehmer Atletico aus der finanziellen Krise führte, machte sich allerdings schnell bezahlt. Perfekto. Mein Anwalt hat mir bestätigt, wir waren der erste Verein in Spanien, der innerhalb vom halben Jahr aus dem Konkurs rausgekommen ist. Also wir sind jetzt völlig frei von Schulden und. Also es ging relativ schnell, haben uns da schnell hintergeklemmt und das ist in Spanien anscheinend auch nicht so üblich. Das fanden die ja auch ganz nett. Auch wenn es in Atleticos Team inzwischen Spieler aus der ganzen Welt gibt. Es dominiert die mallorquinische Mentalität. Vor allem beim Training. Daran musste sich Europameister Christian Ziege erstmal gewöhnen. So könnte ich mich nie auf ein Fußballspiel vorbereiten als Spieler. Aber hier ist halt laut Musik, es wird getanzt, es wird geschrien, es wird ja, in der großen Gruppe ist immer Alarm, es ist immer laut. Und dann die Frotzeleien, die man so hat. Ihr Spanier, ihr macht nur das und das, ihr Deutschen, ihr esst eh nur Kartoffeln und so Sachen. Die machen halt einfach richtig Spaß. Spaß macht auch der Sieg gegen den großen FC Barcelona, auch wenn es nur dessen zweite Mannschaft ist. Doch wer weiß, vielleicht jubeln sie auf Mallorca ja irgendwann auch mal gegen Messi und Co.